Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Philosophischen Quartetts aus der Autostadt in Wolfsburg. Unsere Gäste diskutieren heute mit Rüdiger Safranski und mir über das Thema Adolf Hitler, eine Medienkarriere oder warum nicht gleich Adolf Hitler, Superstar. Die Anlässe für die Themenwahl liegen auf der Hand. Es herrscht Unruhe in den deutschen Archiven. Mit dem Jahr 2005 steht eine Überschwemmung der Öffentlichkeit in Deutschland, in Österreich, in ganz Europa mit Erinnerungsdaten bevor. Im Zentrum davon die Einweihung des Holocaust-Denkmals im Mai 2005 in Berlin. Und überdies beweist der enorme Erfolg des Films Der Untergang, der Hitlers letzte Tage im Berliner Bunker beschreibt, dass Bewegung in das Erinnerungsgeschäft gekommen ist. Ich begrüße sehr herzlich Jörg Friedrich, Historiker, Autor militärwissenschaftlicher Werke und in aller Munde durch seine beiden jüngsten Bücher, Der Brand und Brandstätten. Zwei Werke, von denen man heute bereits sagen kann, dass sie eine Zäsur in der deutschen Erinnerungspolitik in Bezug auf die jüngere Geschichte darstellen. Und begrüße sehr herzlich Durst Grünwein. Büchnerpreisträger von 1995, er ist Lyriker, Tagebuchschreiber von hohen Graden und in dieser Eigenschaft häufig in Berührung gewesen mit den Themen, die uns heute beschäftigen. Zuletzt erschien von ihm ein Werk unter dem Titel Vom Schnee, Descartes in Deutschland bei Surkamp, 2003 erschienen. Wir wollen durch dieses Thema in drei Schritten hindurchgehen. Der erste Punkt ergibt sich aus der Sachlage, das heißt aus dem aktuellen Befund. Wir stellen fest, dass die NS-Zeit im Begriff ist, zu einem Sujet der Unterhaltungskultur zu werden. Wir wollen uns mit diesem Befund ein wenig aufhalten. Dann wollen wir von dort ausgehend einen Blick zurückwerfen auf eine Zeit, in der die Vergangenheit, vor allem die deutsche Vergangenheit, vor allem dazu gut war, dass die Nachgeborenen Gerichtstag über sie halten konnten und halten sollten. Und zu guter Letzt wollen wir die Frage aufwerfen, was es mit jenem in Deutschland so viel zitierten Satz auf sich habe, dass Menschen aus der Geschichte lernen und dass es der Sinn der Erinnerung sei, die Wiederholung des Schlimmsten zu verhindern. Ja, beginnen wir beim ersten Punkt. Die New York Times hat zum Untergangsfilm geschrieben, dass Hitler zum Stoff für ein Stück Massenunterhaltung geworden ist, zeigt, wie weit es den Deutschen gelungen ist, ihre Geister zu bannen. Das heißt ja nun wohl, dass es ein entspanntes Verhältnis zur Geschichte gibt, in dem Moment, wo man ganz hemmungslos die spannende Geschichte konsumieren kann, die damit verbunden ist. Das muss ja nun nicht nur für das Unterhaltungsgewerbe sein, auch für die große Literatur könnte es ja sein, dass der Hitlerismus über kurz oder lang wirklich eine Goldader wird für Imagination, für Ästhetisierung auch und so weiter. Also es könnte ja sein, dass auch dieser Erfolg jetzt den Anfang einer neuen Art bedeutet, mit der Vergangenheit umzugehen. Herr Friedrich, Sie haben mal in einem Gespräch den wunderbaren Satz gesagt, die Psychologie der Bunker ist ein unerforschter Ort in unserer Geschichte. Ist dieser Film jetzt der Untergang oder dieses großartige Buch von Fest, Der Untergang, ist das ein Beitrag zur Psychologie der Bunker? Erstens finden wir immer neue Herangehensweise an die Geschichte, sonst gäbe es keine Historiker mehr. Zweitens, der zitierte Satz ist aus den Luftschutzbunkern und die sind in der Tat Psychologie. Und zwar die Psychologie dessen, der wie in einer Arche Noah ein bombensicheres Gefäß betritt. Rechts und links neben ihm geht Deutschland zugrunde und er kommt heraus und baut ein neues. Also der Luftschutzbunker ist eine Konserve. Der Führerbunker ist etwas ganz anderes. Er ist eine Taucherglocke und sie führt ins Nichts. Und alle, die in dieser Taucherglocke sitzen,
sind keine Hitler-Anbeter mehr. Der Film hat mit Hitler überhaupt nichts zu tun. Wir sehen einen Führer, der nicht mehr führt. Wir sehen einen Willensmenschen, der nicht einmal das Zittern seiner Hand bewältigt. Wir sehen einen Magier ohne Magie. Aber alle, die darin sitzen, in dieser Taucherglocke, gehen den Weg in den Untergang mit. Die Mütter vergiften ihre Kinder. Wer das unterhaltsam findet, und sei es die New York Times, der muss gestört sein. Ich bin vor 2 Tagen in dem Film gewesen und die Kids, die mit ihren Cola-Bechern und Popcorn-Eimern da reingegangen sind, ihnen ist das Blut in den Adern gefroren. Da ist die Untergangserfahrung des Gefolgsmannes, nicht die von dem Hitler-Gespenst. Es ist in jeder Sekunde klar, der Hitler ist Bruno Ganz, ein Faust- und Prinz von Homburg-Darsteller. Er markiert den Hitler mit verstellter Stimme, mit angeklebter Perücke und mit imitierter Gebärde. Aber das Echte daran sind die betrunkenen Soldaten, die verzweifelten Sekretärinnen, die nicht wissen, wie sie aus der Taucherglocke herauskommen und ob sie überhaupt herauskommen sollen. Wie die Kinder, die die russischen Panzer knacken, aufhören sollen, das zu tun. Wie die Kopfjäger, die mit den Stricken um den Hals da herumlaufen und die Defätisten aufhängen. Das ist eine Selbstaufopferung der Deutschen und sie findet nicht nur in dem Führerbunker statt, der ist eine Metapher. Das findet an Abertausenden von Orten in ganz Deutschland statt. Diese Raserei in den eigenen Untergang, den man nicht aufzuhalten vermag. Es gibt eine Schätzung, wonach etwa 100.000 Personen, die den Führungskadern der NS-Bewegung nahegestanden haben, in den Tagen zwischen April und Mai Selbstmord begangen hätten. Das ist vielleicht eine zu hochgreifende Schätzung, aber dieser Sog, auf den Sie hinweisen, nicht? Diese Gefolgschaft ins Nichts, das ist eine Tatsache. Herr Grünwein, Sie haben die Leser Ihres Werkes wissen das an verschiedenen Stellen, in Tagebuchform und in reflektierenden Prosastücken, auch diese Szene berührt. Also Sie mussten nicht auf Joachim Fest und Bernd Eichinger warten, um das Außerordentliche jener Szenen im Berliner Bunker zu beschreiben. Wie ist Ihr Zugang zu diesem Material? Nun, also als jemand vom Jahrgang 62 ist völlig klar, aber ich glaube, es geht fast allen so, dass keiner hier hat Hitler lebendig gesehen. Und insofern muss ich vorausschicken, die filmische Behandlung ist fast schon eine Tautologie, denn für einen wie mich ist Hitler von vornherein eine Leinwandexistenz. Der große Kulturphilosoph Krakauer hat ja das bekannte Buch geschrieben von Caligari zu Hitler, also eine Filmgeschichte des deutschen Films, die also mit dem Expressionismus beginnt und dann in Hitler endet. Jetzt könnte man das weiterschreiben, also von Caligari über Hitler bis zum Untergang. Das heißt, der Mann selber ist für uns alle, glaube ich, die wir heute leben, zunächst mal eine Schattenexistenz, ein Schattenmann, der also immerfort im spätabendlichen Kulturprogramm oder in den Historikersendungen auftaucht als Leinwandexistenz. Die ist er per se. Er hat sich selber ja so inszeniert. Dieser Mann war hochfilmbewusst schon in den 20er Jahren. Wir kennen alle diese Ästhetisierung. Und insofern ist alles, was ich darüber denke und was mir da einfällt, sozusagen kommt aus diesem Schattenraum, aus diesem Schneideraum. Und insofern ist dieser Film eine Fortsetzung dessen. Und ich bin da mit einiger Spannung hineingegangen, weil ich wissen wollte, inwiefern gibt es das, eine Art realistische Annäherung an das Phänomen. Kann man diese Götterdämmerung realistisch darstellen? Ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn das nun geschieht, gibt es da vielleicht immer noch ungelöste Probleme? Was passiert da eigentlich in der kollektiven Seele, wenn sie das sieht, oder in meiner eigenen? Aber es macht ja einen großen Unterschied, ob man nun
Also Filme über Hitler gibt es schon eine Weile lang und überhaupt die hitlerische Existenz, wie Sie sagen, für Sie, Ihrer Generation existiert nur als Film. Es macht aber einen ganz großen Unterschied, ob man jetzt in der Beurteilung solcher Filme, ob man sagt, wie Sie vorher so etwas argumentiert haben, kommt das der Realität nahe, die man sich da vorstellen muss? Das ist die eine, das ist die Frage der Authentizität, wird das hier verharmlost oder vermenschlicht oder was? Aber in dieser These, die ich aus der New York Times zitiert habe, steckt ja eigentlich mehr. Da steckt nämlich drin, dass es jetzt eine Phase ist, wo wir etwas entlasteter darüber reden können, ist das ein guter Film? Ist das ein guter Film? Also unser Bundeskanzler hat etwas unpassend gesagt, er möchte ein Holocaust-Mahnmal, zu dem man gerne hingeht. Bei einem Film können wir nun wirklich sagen, ist das ein Film, in den wir gerne reingehen wollen? Ist das ein Film, der uns betroffen macht, der spannend ist, der großes Kino ist? Ist das ein Film, der auch Chancen hat, in einen Oscar zu bekommen, ja, und dadurch den Filmstandort Deutschland aufwertet? Also die Frage, können wir mit diesem Hitlerfilm auch den Filmstandort Deutschland aufwerten unter ästhetischen Gesichtspunkten? Schauen Sie, das sind jetzt ganz andere Fragen, die sich stellen. Und meine These wäre auch, wir bekommen jetzt in diese Phase, wo wir diese Fragen ziemlich frivol auch stellen können, weil das jetzt mittlerweile die dritte Generation darüber diskutiert. Dann ist Ihre Frage nach der Authentizität, das war immer noch eine richtige Frage, aber eigentlich nicht mehr die Hauptsache. Sondern da ist vielleicht dann interessanter zu sagen, der Fest ist ja da auf die Idee gekommen, aus diesem Stoff in Anlehnung an Wagner eine Götterdämmerung-Geschichte zu machen. Also man denkt an alten Mythenvorrat und so weiter. Das sind dann ganz andere Fragen, die auf einmal spannend werden, unterschwellig, ja? Und manchmal auch überschwellig. Aber ich glaube, Herr Friedrich, Sie sind in einer anderen Situation, als sie jetzt durch unsere Fragen suggeriert wird. Denn wenn wir den Titel Der Untergang hören, ja, sind wir auf einer anderen Bühne, als wenn Sie den Titel Der Brand formulieren. Das sind von der pathetischen Wortwahl her ganz ähnliche Gesten, einen Titel zu setzen. Trotzdem sind Sie in einem anderen Pathosraum als Fest, wenn er Der Untergang schreibt. Ja? Ihr Pathosraum geht aus dem deutlich hervor, was Sie beschreiben. Fest arbeitet seine Faszination durch dieses, wie er es manchmal bedauerlicherweise immer wieder feststellt, dieses Thema, das ihn nicht loslässt, weiterhin ab. Nicht? Er ist der Ermahnung seines eigenen Vaters an dem Gossenthema, das ist ein Ausdruck, der aus seinem eigenen Munde stammt, an dem Gossenthema Hitler nicht zu lange festzuhalten, untreu geworden und kehrt immer wieder zurück zu diesem Gegenstand. Und er hat diese Versuchung, einen solchen, wie er selber ja auch weiß und sagt, ist so einen Weltstoff, so einen Weltliteraturstoff auch, einen Weltmythosstoff noch einmal darzustellen. Er hat diese Versuchung eigentlich lustvoll durchgearbeitet. Und wäre es anders, hieße das Buch nicht so. Und wir hören ja auch alle als Bürger des 20. Jahrhunderts mindestens zwei große Anspielungen hindurchklingen. 1912 ging das damals größte Schiff der Erde in einer eisigen Aprilnacht im Atlantik unter, und das war der Untergang. Das ist der Archetypus eines Untergangs. Und 1918 erschien ein Buch unter dem Titel Der Untergang des Abendlandes. Auch das klingt mit. Bei Ihnen ist das anders. In Der Brand klingen andere Obertonreihen. Die sind noch in einer Ernstwelt, die sich nicht zur, vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall bis auf Weiteres nicht zu einer solchen unterhaltungskulturellen Metamorphose eignen. Aber unsere These war, bei Hitler sei es soweit. Die These ist falsch. Der Film schildert gar nicht Hitlers Untergang. Er schildert Hitlers Untergang aus der Perspektive einer Sekretärin, die sich fragt, warum mit ihm untergehen. Hitler will es ja. Aber die magische Stelle ist, wo die Sekretärin ihre Hand ausstreckt. Und Hitler legt die Giftampulle hinein. Und der Untergang einer Welt, den Fest auch andeutet, der sich abertausendfach vor Scheunen
in Dörfern, in Städten abspielt, die kapitulieren konnten, wie auch der Hitlerbunker angesichts der herannahenden Roten Armee. Wo Leute ihr Leben in die Schanze werfen, für was? Für einen Führer, der nicht mehr führt, für ein Phantom, das keine Macht mehr über sie hat, aber was sie innerlich bindet. Und das ist die interessante Frage, die sich alle in dem Film stellen. Warum hauen wir nicht ab? Warum ergeben wir uns nicht? Und der Hitler sagt ihnen, weil wir diese Knechtsexistenz nicht führen wollen. Und das Eigentümliche ist, dass Deutschland, das sich nur noch für Lebensversicherungsthemen interessiert. Wie kann ich meine Arbeit, wie kann ich mein Alter, wie kann ich meine Krankheit versichern? Die laufen in diesem Film hinein, wo der Führer ihren Eltern erklärt, ihr seid ein Volk, das verdient hat, unterzugehen. Ihr sterbt dafür, ihr Goebbels-Kinder, dass ihr nicht in die Hand der Sieger fallt und eine Knechtsexistenz fristet. Also, es ist die Selbstauslöschung eines Volkes. Das sind nicht nur die sich aufhängenden Gauleiter, sondern das sind auch die Väter, die ihre 13-jährigen Jungs mit Panzerfäusten in der Hand im Oderbruch, im Ruhrkessel, um die Verteidigung jedes Stadtteils von Dortmund, von Duisburg zwingen, die eine Rote Armee aufhalten wollen. Die kommt aus dem Kaukasus und drängt die Deutschen zurück, aber sie werden von 15-Jährigen im Oderbruch aufgehalten. Wo alle wissen, es geht nicht. Aber man kann sich ein Leben jenseits dieses Dritten Reichs nicht vorstellen. Insofern ist dieser Film die Fortsetzung der Opferdiskussion, Vertreibung, Massentötung, Massenvergewaltigung, und es ist auch eine Massenselbstaufopferung, und die ist nicht erzwungen durch Hitler, der keinen Zwang mehr ausüben kann, den einzigen, den er noch töten kann, das ist er selber. Niemand zwingt die Goebbels-Mutter, ihre Kinder zu töten, sowie niemanden zwingt, seine Kinder den russischen Panzern in den Rachen zu werfen. Aber sie tun es. Aber das Thema ist dann auch eben tödliche Verträge. Also, und ein faustischer Pakt? Ein Pakt, ein Vertrag, also ein Volk und sein Führer verabreden sich im unausgesprochenen wie im ausgesprochenen Bereich, auf ganz oberflächlichen, aber auch auf sehr, sehr tiefen psychischen Ebenen, zu einem solchen ungeheuerlichen Vorgang. Aber gleichzeitig ist es doch erstaunlich, die Szene fällt in sich zusammen. Ich glaube, Sebastian Haffner hat recht, wenn er sagt, einen großen Teil der Entnazifizierung hat trotzdem auch Adolf Hitler selber geleistet mit dem, was er während des letzten Jahres an politischer Führung und an politischen Befehlen hat ergehen lassen. Der Bann ist ja dann doch schnell zerplatzt. Er ist so stark und so schnell zerplatzt, dass sich eigentlich niemand gerne erinnern wollte an diesen beschämenden Vertrag. Ich glaube, der Verdienst der jetzigen Debatte besteht darin, dass wir da nochmal hineinleuchten können in größerer Ruhe, und zwar gerade mit dieser neu gewonnenen Frivolität, auf welche auch der New Yorker Korrespondent hinweist. Also ich müsste sagen, mein Eindruck war zuletzt, Lektüre von Fests Hitlerbiografie, von Kershaws Hitlerbiografie, die Historiker sind einigermaßen fertig mit Hitler. Es gab noch ein paar Details, die unausgeleuchtet waren, aber im Grunde liegt das jetzt vor. Und in diesem Moment fällt er wieder zurück in die Hände der Künstler, der Gestalter, sei es jetzt der Maler, der Literaten, aber vor allen Dingen der Filmeleute. Und das war es, was ich eingangs wollte. Da schließt sich wieder ein Kreis. Denn also, wenn man zum Beispiel die Filmgeschichte verfolgt, der Weimarer Republik, dann am Beginn des Dritten Reiches, da gab es zum Beispiel eine ganze Serie von Friedericus-Filmen. In denen wurde dieses Motiv des Durchhaltens sehr früh schon zelebriert, und dann 1944 und so weiter gibt es dann Kolberg, wiederum ein Film, der das thematisiert. Da gibt es Sätze darin, wo irgendein Held mal sagt irgendwie, ja, vielleicht können wir ja nicht leben, aber was wir wirklich gut können, das ist sterben. Also die Deutschen als Weltmeister im Sterben, das wird in diesem Film nun nochmal thematisiert und muss nur fremd sein für den, der das noch nie gewusst hat. Also diese Untergangsseligkeit ist wohl eine Konstante gewesen. Ich würde nicht sagen, dass sie jetzt direkt hineinpasst in diese Zeit. Da kann sie sozusagen zurückgelehnt konsumiert werden als Nibelungendrama.
Und sicher ist das das Eindrucksvollste. Das Eindrucksvollste für junge Leute ist mit Sicherheit, sind Szenen dieses Wegwerfens des Lebens. Nicht? Von allen möglichen Beteiligten, bis hinunter zum kleinsten Fahrer und Chauffeur und Funker. Wo man sich fragt, ja wieso? Sehr eindrucksvoll übrigens und schaurig die Szene, wo Hitler in dem Film schon die Tür hinter sich geschlossen hat, zum Selbstmord bereit mit Eva Braun und ein letztes Mal herausgerufen wird, eben von Magda Goebbels. Es gibt diese Szene und dann öffnet sich noch einmal diese Drucklufttür sozusagen und er kommt heraus wie ein Nachtgespenst, das sich gestört fühlt beim Rückzug ins Nirvana sozusagen. Das ist eine merkwürdige Szene. Ja, Herr Grünbein, da sind wir beim Punkt. Man hat ja früher auch immer die Unterscheidung gemacht zwischen dem Erhabenen im positiven Sinn und dem Negativen. Man hat auch immer schon das Negativ Erhabene gekannt. Und also dieses rätselhafte Böse. Ich habe den Eindruck, jetzt für diese neue Phase, die wir haben, ist jetzt so, Hitler wird mehr und mehr deswegen auch ein Gegenstand für die ästhetische Bearbeitung, weil wir ihn als negativ Erhabenes sehen können. Das Böse, die Verkörperung des Bösen mit der ganzen Rätselhaftigkeit, die da drin ist. Und nach diesem Motto Schiffbruch mit Zuschauer, kann man also diesem Bösen mit einem im Kern eben ästhetischen Vergnügen jetzt auch folgen. Man kann auch sagen, ist er hier gut gemacht, der Film, oder ist das hier eine undichte Stelle? Könnte man das nicht noch besser machen? Das sind ganz andere Arten der Diskussion. Ich meine, der Wim Wenders zum Beispiel kritisiert diesen Film, dass er da sagt, ja, wenn der Film konsequent wäre, müsste man doch auch den Selbstmord von Hitler unmittelbar zeigen, was möglicherweise gar nicht stimmt, weil der Film ja aus der Perspektive der Sekretärin gedreht worden ist und die hat es nun nicht gesehen. Wir führen dann eine ästhetische Debatte. Und jetzt müssen wir doch gleich mal den zweiten Themenkomplex mit reinbringen. Wenn man sich einen Moment lang vergegenwärtigt, wie wir auch in den letzten 20 Jahren, dass die ganzen Diskussionen um Nationalsozialismus eigentlich immer so geführt worden ist, dass es zugleich ein Feld war, wo sich also aus unserer Generation, Leute, die also kein weder Täter noch Opfer sind, selber sich so bewegt haben, dass in der Art und Weise, wie man darüber spricht, man jeweils immer jemand anklagen kann, er würde verharmlosen und man würde sich selbst, kann man sich dann in eine Position des moralischen Besserwissers hineinbringen. Ja? Man denkt an diese Opfer, der andere denkt nicht an diese Opfer. Also es war, die Diskussion war deswegen so vergiftet in der Vergangenheit, weil auf einer sekundären Ebene um moralischen Mehrwert gerungen worden ist. Der Ankläger, der dem einen Verharmlosen vorwerfen kann, ist einfach, hat dann gute Karten. Denken wir an die Walser-Debatte und so weiter. Was hat es dann nicht alles gegeben? Und gemessen an dieser ich nenne es mal die Tribunalisierung der Diskussion, die wir hatten, ist diese jetzt mehr Ästhetisierung der Debatte eigentlich ein Stück Entlastung. Und ich glaube, unser New York-Mensch, der diese These aufgestellt hat, hat das auch gespürt. Das ist aber auch das Problem des Films. Also das Problem des Films ist, dass man nicht genug sieht, dass hier unter anderem ein ganz gewöhnlicher Mörder zugrunde geht. Mir hat jemand gesagt, ihm kam der Film vor, wenn man es mal etwas humoristisch sieht, wie die letzten Szenen in einem Tatort-Krimi. Nicht? Also ein mehrfach überführter Mörder ist jetzt hier in seinen letzten Szenen zu beobachten. Dieser Aspekt, dass ein Mensch, der nun gerade vor allen Dingen in den letzten Jahren seiner Herrschaft als nur noch Massenmörder auftritt, wir kennen alle das von den Historikern, das ist nachgewiesen, also wie wenig ihn das politische Element noch interessiert hat. Im Film kommt es explizit vor, ich mache keine Politik mehr, das widert mich so an und so weiter. Also das wird aber nicht genug deutlich, sondern es wird ein wenig, die Richtung ist ein wenig Onkel Adolf. Also am Eingang gibt es ja die Szene, wo die Sekretärin rekrutiert wird. Und da ist dieses Moment von fast schon Güte, wo er diese Schreibübung mit ihr macht. Und sie vertippt sich mehrfach und so weiter. Er beugt sich über sie und meint dann, das machen wir gleich nochmal. Das war für mich immerhin eindrucksvoll. Aber zugleich beginnt hier so eine seltsame Verharmlosung. Wir wissen, dass es so war, aber die Frage ist ja die der Gewichtung. Wie können wir denn jetzt noch festhalten, dass dieser Mensch verantwortlich war für millionenfachen Massenmord? Das geht etwas unter.
und kommt damit sozusagen auf dem Sofa wieder an, förmlich, auf dem deutschen Sofa. Es ist anders. In dem Film mordet Hitler nicht, aber es wird unentwegt gemordet. Das heißt, die Mordenergie von Hitler geht im Wasser der Nation auf wie eine Tablette. Mhm. Es sind eben zigtausende von kleinen Hitlers, wild gewordene Gestapo-Leute, die jeden, der die weiße Fahne hisst, umlegen. Man sieht sie auch in dem Film. Das heißt, die mörderische Energie des Hitlers hat sich längst in der seelischen Substanz seiner Gefolgschaft aufgelöst und sie morden. Der Hitler selber wird dekonstruiert in dem Film. Er ist überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendetwas, eine Befehlsgewalt auszuüben. Die Leute sehen diesen sabbernden alten Mann, der seinen Teller leer löffelt, der schwadroniert, mit Gespensterarmeen kämpft, eigentlich als ein Phantom an. Wie der El Cid, der Tod seine Truppen in den Sieg anleitet, aber nur Hitler leitet diese Truppen nicht in den Sieg, sondern in den eigenen Untergang. Also ist es die destruktive Energie, die sich in der Masse der Bevölkerung, sowohl derer, die sich aufopfern, als auch derer, die die Nichtopferwilligen einen Kopf kürzer machen. Diese Selbstaufopferung ist die neue Saga, die dieser Film erzählt. Es ist eben das Vertreibungs-, Vergewaltigungs-, Bombardierungsgeschehen. Nicht nur ein passives Opfer, sondern es wird erlitten von jemandem, der selber sich in diese Hölle hineinbegeht und darin offenbar aufgehen will. Das habe ich verstanden. Es ist, wenn man so will, der Versuch einer dritten Kategorie von Hitlerbild. Ich muss dazu sagen, meine erste Begegnung war übrigens eher Charlie Chaplins Diktator. Ich habe also die Parodie gesehen vor den Propagandafilmen. Erst viel später habe ich zum ersten Mal Leni Riefenstahls Triumph des Willens gesehen, also sozusagen die Selbstinszenierung dieses Führers. Und nun kommt praktisch ein drittes Hitlerbild hinzu, das, ich bin mir ganz sicher, noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ausgebaut werden wird, nämlich der Versuch eines realistischen Bildes aus den Fakten heraus. Es sind aber drei verschiedene, nicht zusammenfügbare Bilder. Also in jedem von uns wohnt die Parodie, in jedem von uns wohnen sozusagen die Archivdokumente. Und nun kommt als drittes nun hinzu sozusagen der Bruder. Ja, aber es ist nicht nur der Bruder Hitler, sondern es ist schon auch ein Genre, die letzten Tage eines Wüstlings. Nicht? Also, und wir haben ja seit dem Don Giovanni in der europäischen Kultur auch so ein Schema, nicht? Dass man einem Wüstling, dem nichts mehr gelingt, auf seinen letzten Eskapaden zusieht. Mhm. Der Don Giovanni handelt ja von nichts anderem. Das ist ein erfolgloser Verführer. Das hat er unter diesem Gesichtspunkt mit diesem dritten Hitler gemeinsam, von dem hier die Rede ist. Aber ich glaube, es gibt in der Tat einen Übergang zwischen dieser moralischen Betrachtung, die hier nochmal angemahnt wird, und der ästhetisierenden oder so in die, der Bewegung in die Unterhaltungskultur hinein, die mit dem neuen Film gesetzt ist. Und zwar hat Bernd Eichinger in einem sehr aufschlussreichen Gespräch bemerkt, dass ja die Gefahr bestand, dass Hollywood vor uns, also jetzt vor den Deutschen, Wettlauf um die Deutung, dass Hollywood vor ihm und vor den anderen auf dieses Thema kommt. Ja. Und ich glaube, ohne diese Dynamik, ohne diese Panik, von der er auch spricht, also er sagt, er hatte unruhige Nächte bei dem Gedanken, dass ein schlauer Drehbuchautor in Hollywood gut genug Deutsch kennen könnte, um Joachim Fests Buch zu lesen. Und der nächste Gedanke ist automatisch der, weil das Drehbuch in dem Buch von Fest selber anwesend ist, und Fest wusste das auch. Ja. Der Schlüsselsatz zum Verständnis des ganzen Vorgangs, des medialen Vorgangs, liegt darin, dass Eichinger gesagt hat, doch warum sollten andere über unser Trauma berichten? Mhm. Ja? Also ich finde, diese Formulierung, unser Trauma, ist, glaube ich, der Schlüssel. Da wird sozusagen einfach ein Besitz reklamiert, ein Patrimonium, die Umwandlung eines Traumas in eine Ressource. Ich glaube, das ist der Übergang in die Unterhaltungskultur, auf den wir hier abheben wollen. Und so schaurig die Themen sind und so nahe sie für all die sind, die sich noch mit den Dokumenten sehr eng beschäftigt haben, so sehr ist doch auch dieser Abhebungsvorgang jetzt schon zu sehen. Unser Trauma, das heißt, also, das ist unsere
unsere Nationalressource, aus der heraus sozusagen ein neuer Schub an Unterhaltungskultur abgeleitet werden kann. Das ist also wenig unterhaltsam wie Schindlers Liste. Das Richtige an dem, was Sie sagen, ist, in dem Bunker sitzen wir. Das sind nicht die Nazis, die immer die gegenüber sind, die man madig machen will. Sondern in dem Bunker sitzen die Sekretärin, die Chauffeure, die Ärzte und die hocken und kommen aus dieser rasenden Fahrt nicht mehr heraus. Und sie gucken sich gegenseitig an und fragen, warum tun wir das nicht? Warum bringen wir unsere Kinder um? Warum sind wir nicht in der Lage, vor den Russen zu kapitulieren? Und diese Kapitulationsfrage stellt sich im Grunde seit dem September 1944 in ganz Deutschland. Man weiß, der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Weder Eisenhower wird sich an die amerikanische Ostküste zurückbewegen, noch wird Stalin seine Rote Armee wieder zurücknehmen nach Moskau. Sie sind da. Wir halten sie nicht auf. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir unterwerfen uns ihnen oder wir kämpfen, um in einer Fasson, einer aufrechten Fasson, eine Flaschenpost an die Geschichte zu schicken. Das ist das, was Hitler verlangt. Sich nicht unterkriegen lassen. Das heißt, eine Existenz, wie sie den Deutschen nach der Niederlage von 1918 beschert wurde, ist nicht mehr akzeptabel. Dieses ist das Trauma. Hitler wollte aus der Geschichte lernen, die Deutschen auch. Sie wollten nicht mehr kapitulieren, bevor der russische Panzer nicht in der Tat in ihrer Wohnküche steht. Und das ist geschehen. Und die das getan haben, sind nicht mehr sie, sondern es sind wir Sekretärinnen, wir Sanitäter, wir normalen Deutschen in dieser Taucherglocke in das Nichts hinein. Also gut, wer das ist das Neue an dem Film. Die Volksgemeinschaft wäre sozusagen an diesem phantasmatischen Ort versammelt. Die Außenwände 3,50 Meter dick, die Decke 4,50 Meter dick. Das Ganze ist eine für den schlimmsten Fall des Luftkrieges konstruierte Anlage, die im wahrsten Sinn des Wortes bombenfest ist. Ich weiß nicht, woher das Wort kommt. Ich vermute, dass es aus den 40er Jahren den deutschen Sprachschatz bereichert hat. Bombenfest. Also. Aber was geschieht da wirklich in dieser Taucherglocke? Wo wird diese Fusion wirklich angeknüpft? Und vor allem, welche Lernreihen oder welche Fortsetzungen werden davon abgeleitet? Der Alexander Kluge hat Ihnen damals in dem Gespräch, aus dem wir zitiert haben, ja auch diese Frage gestellt, die aber eben, glaube ich, im Gespräch selber nicht wirklich entwickelt wurde. Und Sie beantworten sie ja dann auch mit ganz anderen Büchern. Kluge sagt, das Leiden, das sich da abgespielt hat, geht ja dann eigentlich wie eine wilde Jagd. Das ist ein Ausdruck, ja? Wie eine wilde Jagd durch die Geistesgeschichte hindurch. Das heißt, die Generationen sind gewissermaßen nur Etappen in einer wilden Jagd, wo ein alter Schmerz weiter prozessiert wird. Ja? Ich glaube, auch Ihre Arbeit ist deswegen so bedeutend, weil Sie sozusagen ein ganzes Kapitel dieser wilden Jagd, dieser verirrten Schmerzen aufdeckt, in der Annahme, dass das sich dann kathartisch löst. Das unterstelle ich jetzt mal. Es ist natürlich jetzt die Frage an den Film, wenn man ein wenig kritisch bleibt, ob er tatsächlich nicht hier eine Art der falschen Katharsis auch zum Teil darstellt. Also die Frage, die mich beschleicht, es gibt sicherlich eine Art Hollywood-Konsumtion, also dann im Publikum auch von dem Film, aber die Frage, das ist eine alte Frage an den deutschen Film, ob nicht hier wiederum auch, zumindest elementweise, sozusagen die Regression rationalisiert wird. Also wird sie wirklich dargestellt und begriffen? Nicht? Also es gibt diesen Begriff wiederum bei Krakauer, der hat darüber nachgedacht, warum so viele deutsche Tonfilme im Selbstmord enden. Auch schon eine Konstante gewesen. Also der Arbeitslose, der zum Fenster rausspringt und so weiter, der Rebell, der nicht mehr weiter kann und an der Hauswand endet und sich umbringt und so fort. Er hat dafür den Terminus der Unterwerfung und das ist sozusagen die letzte Lust im deutschen Denken. Ja, wobei jetzt bei dem Stoff dazukommt, und das macht das negativ Erhabene bei diesem Film ja aus, oder bei dem Thema, dass hier jemand Selbstmord macht, der Hitler, unter Mitnahme eines ganzen Volkes. Ja? Also das ist doch. Deswegen ist, Herr Friedrich, Ihr Blick jetzt in den Bombenkeller, oder Sie sagen, ja, in diese Taucherglocke, und da gehen also auch einfache Leute, die mit dem Führer eigentlich außer Sekretärin zu sein nichts zu tun haben, gehen ja eigentlich dann auch mit unter oder retten sich im letzten Moment. Das ist ja, das andere Personal ist ja eigentlich interessant in diesem Film, weil es
den Hitler umgibt. Ja? Also diese eigenartige, gefüllte Leere, die diese Hitlerfigur bedeutet, das macht ja das Faszinosum dieser ganzen Geschichte aus. Also, dass da jemand in der Höhle sitzt, ja, und in einem Warnsystem jetzt wirklich abgeschnitten von der Oberwelt und der Blick darauf, dass möglicherweise das ganze System ja selber und die Eliten in einem Warnsystem gehockt sind. Das ist also jetzt eine Sinnfälligmachung einer Gesamtsituation. Insofern ist das also auch eine ausgeführte Metapher. Aber ich meine, das sind jetzt alles Debatten, wo wir sagen, ja, entspricht das jetzt der historischen Realität oder macht es so etwas deutlich? Aber streng genommen führen wir jetzt auch die ganze Zeit jetzt eigentlich mehr doch eigentlich so eine Debatte, wie sieht das als künstlerisches Produkt aus? Die unterschwellig führen wir doch diese Debatte. Ist das ein Produkt, mit dem man so irgendwie auf Augenhöhe mit den Ereignissen kommt? Also wir reden jetzt nicht mehr nur über die Ereignisse, sondern lehnen uns zurück und sagen, ist der Film gut gemacht? Hat er diese Schwächen? Wo ist, ja, und das ist doch eigentlich eine Veränderung in der Debatte, die finde ich wirklich sehr auffällig. Ja, und wir bemerken in diesem Fall eigentlich etwas, was wir an sich immer wissen müssen. Wir haben nie einen Zugang zur Geschichte, sondern wir erfinden uns auch immer ein Stück weit die Geschichte, aus der wir kommen wollen. Also in der Geschichte, wie wir uns jeweils mit ihr beschäftigen, wenn man in späterer Zeit jetzt die verschiedenen Wellen der Beschäftigung mit Hitler ansehen wird, wird man wahrscheinlich mehr über die jeweiligen Leute erfahren, die sich jetzt damit beschäftigt haben, als über die Geschichte selbst. Und jetzt sind wir in einer neuen Phase und wir tasten uns eigentlich heran, was ist das jetzt eigentlich für eine Phase, wie wir jetzt über Hitler reden? Die Selbstaufopferung, das ist doch überdeutlich. Es ist klar, dass es eine Dialektik gibt zwischen Führer und Geführten. Der Führer selbst muss geführt werden. Und selbst wenn er nicht mehr führen kann, gehen seine Knechte ihm voran. Sie gehen ihm in den Untergang voran. Er selber kann ihn nicht mehr lenken. Ja. Es ist ihm eigentlich auch wurscht. Er hat die Deutschen ohnehin abgeschrieben. Die Besten sind tot, die anderen sollen verrecken. Er hat ihnen nichts mehr anderes anzubieten als zerstören und krepieren. Und gerade auf diesem Weg gehen sie absolut freiwillig. Er hat keine Macht mehr über ihre Selbstaufopferung, aber sie wird vollstreckt. Und dies muss zunächst einmal zur Kenntnis genommen werden, dass dieser Zwangsapparat Hitler, der jeden ins KZ steckt, der kapitulieren will, in dem Sinne nicht stimmt. Sondern es sind zwar seine Kopfjäger, die überall durch Deutschland rennen und jeden Kapitulanten aufhängen, aber es sind auch die verzweifelten alten Männer, die mit den Luftgewehren sich hinstellen und versuchen, die US-Armee aufzuhalten. Und es sind... Ja. Also Hitler wird uns hier vorgeführt eben als eine Figur, die deswegen so mächtig war, weil sie geliebt wird. Und zwar bis in den Untergang hinein geliebt wird. Also so wie man mit einem Geliebten zusammen auch bereit ist, unterzugehen. Also im Grunde wäre das jetzt diese Thematisierung, die, wenn ich Ihnen Ihrer Argumentation folge, die jetzt so Kontur gewinnt, das geliebte Böse. Hitler, die Verkörperung des geliebten Bösen oder mindestens der Faszination angesichts des Bösen. Das wäre im Übrigen auch ein wirklich neuer Aspekt, wenn man das jetzt mal so historisiert. Denn das hat ja bisher, also was man wirklich meistens nie versucht hat in der Beschäftigung mit Hitler, ist, dass man mal wirklich, dass ein Autor oder ein Filmemacher mal wirklich versucht zu rekonstruieren, dass Hitler geliebt worden ist. Dass Hitler ein Faszinosum war. Gucken Sie die ganzen Produkte an, die wir bisher haben. Da wird eigentlich, als der Fest mal den Hitler-Film gemacht hat damals, Hitler eine Karriere, da hat man ihm vorgeworfen, er sei der Faszination Hitlers erlegen in diesem Film. Ja? Das ist nun genau das, was wir eigentlich bräuchten. Wir bräuchten eine Aufarbeitung, die wirklich in voller Wucht
die Faszinationsgeschichte von Hitler auf die Bühne bringt, ohne diesen scheinbar moralischen Abstand, den man, die Moral wird hier etwas sein, was uns eher erschwert, das Verständnis. Und ja. Da sind eher die Künstler gefragt. Da sind eher die Künstler gefragt. Die müssen wirklich versuchen, das wäre der Verstehensbeitrag, die Faszinationsgeschichte Hitlers also, rüberzubringen. Ja? Die für mich Schreckensformel in Haffners Anmerkung zu Hitler war irgendwann eine Formulierung, war mindestens bis sagen wir mal 1940 mehr geliebt als gefürchtet. Das kann man, ja. Davon muss man leider ausgehen. So. Was aber der Film dann doch wieder verwischt, oder wo er aus meiner Sicht, wenn Sie nach künstlerischen Konzepten fragen, eine einseitige Fährte legt, ist, man kann nicht begreifen, dass es wahrscheinlich nach Stalingrad Hitler wirklich nur noch um den Untergang ging. Mhm. Das wäre der aufregendste Gedanke, wahrscheinlich übrigens für Historiker, wäre zu denken, dass dieser Mann tatsächlich dann so aktiv, wie er alles andere betrieben hat, dann eben den totalen Untergang betrieben hat. Es gibt dafür viele Belege. Also es hätte ja mehrere Möglichkeiten eines Patz gegeben, einer frühzeitigen, einseitigen Kapitulation und so fort. Das alles wollte er nicht mehr. Im Film aber kommt es ein wenig heraus, als wäre er sozusagen erst ganz zuletzt enttäuscht. Er muss diesen Untergang schon viel länger organisiert haben. Und die entscheidende Szene mit Speer, wo der ihm dann gesteht, dass er den berühmten Nero-Befehl leider nicht erfüllt hat, die rutscht quasi weg. Denn darüber hätte sich Hitler wohl als allerletztes fürchterlich aufregen müssen. Denn das war nun sozusagen in seinem Kalkül sozusagen das Größte, was noch hätte geleistet werden können. Ich weiß nur, dass ich irgendwann in London im Imperial War Museum stehe eines Tages und sehe in einer Vitrine dieses politische Testament. Das kannte ich vorher so nicht, also vor allen Dingen nicht als echtes Dokument, wo er ja tatsächlich formuliert sozusagen, dann soll wohl dieses Volk untergehen eben, wenn es nicht reif war für diese historische Mission. Diese fixe Idee muss er wirklich gehabt haben, die letzten paar, also anderthalb Jahre wohl mindestens. Und das erklärt, das ist so irrsinnig das ist, aber da kämen wir ein Stück weiter, wenn wir diesen Komplex beleuchten könnten, warum er dann aktiv, sozusagen als europäischer Politiker, der er nun mal war, den Gesamtuntergang organisieren wollte, lieber als irgendeine Art Kompromiss. Das korrespondiert natürlich mit seiner Weltvision, nicht? Weil die nun in toto nicht mehr durchführbar war, musste man jetzt sozusagen das Negative, also quasi mephistophelisch, dann der totale Untergang. Und zwar gewollt. Im Film kommt es ein wenig spielverderberisch heraus und rückt ihn unzulässig nahe. Rückt ihn quasi nahe in so eine Spielermentalität, sozusagen wie einer, der ein bisschen verliert. Das ist er nicht. Das ist jemand, der immer gewinnt. Der gewinnt auch im Untergang. Das war seine ganze Doktrin. Und das ist das Schauerliche, nicht? Also die Begrüßung des Untergangs der deutschen Städte. Er ist aber nicht in der Lage, diesen Untergang zu vollstrecken. Die Untergänger laufen neben und vor ihm her. Die NSDAP war beispielsweise im Zweifel nach der Zerstörung Hamburgs im Feuersturm vom Juli 1943. Ob man noch 3-4 weitere solcher Untergänge im Feuersturm als Partei überleben kann, das hat sich niemand vorgestellt, dass das geht. Und da fing der Luftkrieg eigentlich so richtig an. Das heißt, die Leidens- und die Untergangsbereitschaft der städtischen Bevölkerung war von einer Dichte und Nachhaltigkeit, die alle Vorstellungen Hitlers und der NSDAPs und Speers und der Wehrmacht überstiegen hat. Aber Hitler bleibt mitleidlos. Das ist wirklich wichtig. Ja, Hitler ist doch, seitdem Joachim Fest und Sebastian Haffner ihre Bücher geschrieben haben, nicht mehr der Teppichbeißer und der Anstreicher und Dilettant, sondern der Charismatiker. Aber er ist auch der Resonanzboden, der zum Klingen bringt, was sich im Triebleben der Nation ereignet. Und das Herrenmenschentum, was er den Deutschen andient, ist ja das Herrenmenschentum von Knechten, die aus dem Ersten Weltkrieg heraus in einer ungeliebten Weimarer Republik eine Existenz führen, die sie nicht ertragen. Und sie setzen einen zweiten aggressiven und militaristischen Versuch daran, aus dieser Situation, die in der deutschen Geschichte über Jahrhunderte da gewesen ist, wir sind Unterworfene unserer Nachbarn, von Franzosen, von Schweden, von Österreichern,
Franken sind Unterworfene von Bayern, Bayern von Franken und plötzlich konstituieren wir uns als die Herren der Welt. Und an diesen Versuch setzen die Deutschen alles. Und nachdem er das zweite Mal gescheitert ist, scheint sich für sie auch etwas zu bestätigen, dass ihre Herrenexistenz nicht realisierbar ist, dass es an ihnen liegt, dass das Urteil, was Hitler über sie fällt, ein gerechtes ist, dass es darüber hinaus kein lebenswertes Leben mehr gibt. Und das wäre zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen. Der Film lässt uns ja alle ratlos zurück. Warum werfen sich die Bewohner von Berlin im Straßenkampf gegen diese hundertfache Übermacht? Weil sie indoktriniert sind. Die gewaltigste Propagandamaschine, die es je gegeben hat, nicht der Mongolensturm zum Beispiel, als These, dass das von jetzt ab. Es hat auch also hier ein paar reale Gründe, warum man sich beispielsweise in den Mauern von Berlin anders verhält, als man sich im Ruhrkessel verhält. Ja, aber es gibt eine psychologische Erklärung. Die sind sozusagen bis ins Mark hinein psychologisch indoktriniert. Also sie glauben wirklich daran, dass das Weltende naht jetzt. Es gibt ja in der jüngeren amerikanischen Polizeipsychologie einen Terminus technicus, der lautet Suicide by Cop. Den wendet man an auf bestimmte Täter, die in die Ecke getrieben sind und die sozusagen ihre Verfolger zwingen wollen, ihre Exekutoren zu werden. Wenn wir dieses Schema sozusagen auf eine höhere Szene, in einen allgemeinen Raum projiziert, hätten wir es hier sozusagen mit einem Selbstmord in Gestalt des Weltkriegs oder des Weltgerichts. Suicide by Russians. Ja, oder Suicide by Harris, nicht wahr? Oder Suicide by Churchill. Denn da ist ja doch offenbar ein dunkler Vertrag angesponnen worden und eingehalten worden, als würde man diesen unendlich überlegenen Zerstörungskräften so lange wie möglich sozusagen sich selber auch sozusagen als Opfer, als Zielscheibe anbieten. Und ich glaube, der Opferbegriff, den Sie verwendet haben, der schillert ja auch auf mehreren Ebenen, weil ja eben der Begriff des Selbstopfers mit hineinklingt. Ist das nicht das passive Opfer? Ja. Das aktive Hineinrennen. Ja, aber dann ist es ja doch eine. Da muss man sich fragen, was ist die Botschaft des Märtyrers? Ja, also der untergehende Mensch geht ja nicht ohne Text unter, also nicht sang- und klanglos, wie man so schön sagt und ganz richtig auch sagt, sondern mit Gesang bzw. mit einem Mythos in der Erwartung, dass er seinen Sänger findet. Nicht? Wenn man sich nur vorstellt, dass also Hitler Augenblicke vor dem Selbstmord wirklich stolz darauf war, dass er eine Mission erfüllt hat, nämlich 6 Millionen Juden umzubringen. Dass das jetzt nicht irgendwie nur ein grausig verstecktes Nebenverbrechen war, sondern seine Mission, die hat er wenigstens erfüllt. Also Haffner lässt sich in die Richtung aus, dass als militärisch nicht mehr zu siegen war, wird sozusagen forciert die Vernichtung der europäischen Juden. Gerade in diesem Moment, die dann übrigens auch technologisch lauter Komplikationen bringt. Züge müssen eigentlich die Front rollen, aber werden jetzt anders requiriert und so weiter. Das ist ja ein deutliches Signal für eine Programmänderung oder zumindest für eine, sondern die Agenda ist diese jetzt. Und die hat er erfüllt. Und das sagt er auch. Er weiß genau irgendwie, also wenn ich jetzt hier ins Nichts eingehe, dieser negative Ruhm wird mich in Ewigkeiten überleben. Das stimmt auch. Das ist alles, was man über diesen Mann sagen kann. Das hat er geschafft. Also hat sein Ziel erreicht. Also das Thema ist dann doch auch in einer gewissen Weise wieder ein Künstlerthema, nämlich der Künstler will seinen Namen in die Geschichte, die Weltgeschichte, die Kunstgeschichte und notfalls in die Verbrechensgeschichte einschreiben. Mit Rauch in die Luft gezeigt. Und arbeitet an seiner Verewigung. Nicht? Er arbeitet auch am Ruinenwert seines eigenen Namens und er verfolgt eine Politik der Unsterblichkeit. Ich habe den Eindruck, wir tun etwas, was jetzt vom Programm ganz abweicht. Wir wollten ja über die Tribunalisierung der Vergangenheit in den vergangenen Generationen sprechen und sind unversehens sozusagen auf eine tiefere Stufe der Analyse geraten, in einer Art von völkerpsychiatrischem Kolloquium, in dem man solche perversen Todesverträge zur Sprache bringt, von denen
wir erkennen, dass sie menschliches Handeln zu motivieren vermocht haben. Das ist ein Thema von hoher Aktualität, weil wir ja im Augenblick an anderen Fronten in der Welt mit analogen Erscheinungen konfrontiert sind. Und man soll sich natürlich immer vor schnellen Analogien hüten, aber dieser Hinweis auf das Sterben können, den Grünwand vorhin gegeben hat, glaube ich, den muss man sehr ernst nehmen, denn da springt offenbar ein Funke über, gerade bei Menschen, die in einer ähnlichen Weise dieses Gefühl von Aussichtslosigkeit, von Demütigung verarbeiten wollen durch einen Triumphalismus des Untergangs. Früher haben wir in Deutschland immer so ein Spiel gespielt, in den 60er, 70er, 80er Jahren, das lautete, wenn wir über die Vergangenheit geredet haben, ich sehe etwas, was du nicht siehst, und zwar den wahren Grund der Dinge von damals. Ja. Ich fürchte, wir haben ein Kapitel daran gehängt, aber es zeichnet sich vielleicht gegenüber vielem, was damals gesagt worden ist, das waren meistens vulgärmarxistische Erklärungen, die dann folgten, zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier in eine sehr tiefe, sehr beunruhigende anthropologische Schicht vordringen, wo so psychodynamische Verträge, letztens sind es perverse Liebesgeschichten, die hier zur Sprache gebracht werden und die daher auch mit noch besserem Grund, noch tieferem Grund auch nach der Hand des Künstlers als Interpreten rufen. Ich bin fast sicher, dass dieser Film, den wir jetzt gesehen haben, genau das einleitet, worauf Sie eben hingewiesen haben. Es wird eines Tages einen Film geben, der sozusagen das positive Mirakel, also die Fülle der Widerspiegelungen, diese göttliche Hitlerphase auch zeigen wird, vorausgesetzt eben, wir haben diese Hollywood-Klammer oder diese unterhaltungspsychologische Klammer, die um das Ganze herumgelegt wird, als würden wir in einen religionspsychologischen Großversuch hineinblicken von außen und uns dabei sicher sein, dass es uns nicht noch einmal passiert. Ja. Man kann auch sagen, oder übrigens, man kann auch holen sagen. Sie doch mal eine Stelle weiter. Die Deutschen als Selbstmordattentäter. Ja. Für den Selbstmordattentäter ist das Leben nicht der Güter Höchstes, sondern selbstverständlich der Eingang in sein Paradies. Es war auch für die Deutschen, die diesen Untergangsweg beschritten, der Eingang in das Paradies einer Geschichte, in dem sie ein Fanal setzen. Das Fanal der Nichtunterwerfung des Herrenmenschen. Er ist in gewissem Sinne unbesiegbar. Niemand besiegt ihn, sondern er besiegt sich allenfalls, er gibt sich auf in den Untergang. Aber in diesem Untergang wird er erlöst in seinem Selbstbehauptungswillen. Das mag subjektiv die Selbstmordattentäter, ähnlich wie die Hitlerdeutschen in ihrer Bunkerexistenz beseelt haben. Und darum ist es eine sehr ernste Auseinandersetzung, die über diesen Film mit dem Untergang des Reiches und der Nation besorgt wird. Der Hollywood-Film und das Unterhaltungsspektakel ist einfach ein dummes Zeug. Nein, niemand, der da drin sitzt, unterhält sich. Friedrich, es ist kein dummes Zeug, sondern ich würde sagen, Hollywood hat besonders gute Zugangsbedingungen, um das Phänomen Hitlerismus zu begreifen, weil das Phänomen Hitlerismus, Nationalsozialismus lebt ganz entscheidend von dieser Selbstmörderfigur Hitler, ja, der in Mein Kampf seine Pläne entwickelt und sie genau abarbeitet und am Ende wundert man sich, dass ein ganzes Volk beim Drehbuch, das Hitler geschrieben hat, mitgespielt hat. Also, das Phänomen Nationalsozialismus ist mit einer tüchtigen Portion Personalisierung, kann nur mit einer tüchtigen Portion Personalisierung und Fokussierung auf Hitler als Person geleistet werden. Und jetzt kommt Hollywood und jetzt kommt überhaupt die Filmbranche. Die Filmbranche lebt von Personalisierung. Deswegen ist es ein glücklicher Moment, wenn gute Filme sich diese Stoffs annehmen, weil die nicht diese Torheiten begehen, die manchmal die Historiker begehen, die uns jahrelang über irgendwelche Systemzwänge erzählt haben, die Hitler gewissermaßen ausgeschwitzt haben. Die Marxisten haben gesagt, er ist eine Handpuppe des Finanzkapitals und andere sagten wieder, er ist eine Ausgeburt eine Handpuppe des Deklassierungsängste des Mittelstandes und so weiter. Und da würde ich sagen, hat der Film mit seiner Personalisierungstendenz
einen besseren Zugang zu diesem Stoff selbst. Und deswegen würde ich da gar nicht sagen, das ist dummes Zeug, sondern ich blicke mit großen Erwartungen darauf, dass Hollywood die Nebenrechte an unserem Nationalsozialismus, also an dieser Geschichte erwirbt, ja, und daraus was macht. Das kann sehr, sehr gute Chancen haben. Ich meine, das Problem für mich als jemand, der schreibt, war immer, dass Film immer zu gewissen Graden Trance ist. Ich habe kaum bisher, also es gibt vielleicht irgendwelche Szenen bei Godard, die den Trance auflösen. Aber im Grunde ist Film immer Trance gegenüber zum Beispiel dem Text. Und ich habe irgendwann auch darüber nachgedacht, es gibt natürlich ein ganz anderes Hitlerbild in der Literatur. Wenn wir die Zeitgenossen betrachten zum Beispiel, es ist natürlich nicht nur vulgärmarxistisch, aber wenn Brecht eben sein Arturo Uy schreibt, dann schreibt er, wie er sagt, eine Gangsterhistorie. Das heißt, wir alle kennen die Geschichte, nicht? Er verlegt das ins Gangstermilieu von Chicago und so weiter und so fort. Das sind praktisch Leute wie Al Capone und so weiter. Es ist ein bisschen putzig von heute aus gesehen, es ist inzwischen auch wieder ein Theatererfolg gewesen, in Berlin auch. Aber es ist interessant, also das Merkwürdige an Brechts Hitler-Beschäftigung ist, dass ein fast sportives Element hineinkommt. Brecht entfacht so eine Art Duell von Schreiber zu Schmierendarsteller, der nun dummerweise das ganze deutsche Volk in Geiselhaft genommen hat. Aber er bemüht sich noch im Exil sozusagen mit einer ungeheuren Chuzpe dieses Bild zu beschädigen. Also praktisch auch die Person, aber die wird jetzt angegriffen. Die wird sozusagen depersonalisiert oder sie wird der Satire anheimgegeben und so fort. Das ist eine Geschichte. Die andere ist Thomas Mann, der das tut, was wir jetzt alle wieder tun, nämlich sozusagen auszuloten, inwiefern ist dieser Mensch vielleicht seelisch in irgendeiner Form eine Art Bruder, zumindest des Künstlertypus. Oder Broch, die Verzauberung. Während Brecht über den Gangster schreibt, genau. Brecht ist in dem Sinne sehr cool immer gewesen. Mit. Also alle die Gedichte über Hitler, die sind. Ja. Brecht wäre vielleicht auch als Kronzeuge zu gebrauchen für die These, die wir heute nicht mehr richtig entfalten können. Nämlich, dass es unter allen Umständen darauf ankommt, aus solchen Vorgängen auch zu lernen. Nur, dass Brecht gleichzeitig, das Wort Skruzpe ist, glaube ich, ganz richtig gewählt in dem Zusammenhang. Er will nicht nachträglich lernen. Nein, er will auf Augenhöhe mit der Gefahr von ihr lernen, so wie auch Walter Benjamin gesagt hat, Geschichte ist nicht das, wie es eigentlich gewesen ist und wie wir es nachträglich in gelassener Darstellung betrachten, sondern so, wie die Wahrheit im Augenblick der Gefahr aufblitzt. Ich glaube, die Weltlage ist heute eine solche, dass wir uns auf ein Aufblitzen aus ähnlichen Tiefen an anderen Fronten wieder müssen gefasst machen. Der Topos vom Lernen aus der Geschichte, das kann man, glaube ich, als indirekte Konklusion aus unserem Gespräch ziehen, bereitet uns mehr Kopfzerbrechen als Freude. Denn alles spricht dafür, dass wir durch historische Aufarbeitung nur eine Schicht abtragen und das Entscheidende unberührt lassen. Wir sind wie immer in einer Standardsituation, das heißt am Ende mit unserer Zeit und gerade dabei, das Thema in den Bereich vorzutreiben, wo die Dinge kompliziert und tief werden, um einmal indirekt Thomas Mann zu zitieren. Wir haben, wie stets für diejenigen unter den Zuschauern, die das Thema vertiefen möchten, einige Literaturempfehlungen vorbereitet. Also ich empfehle hierzu auch zu unserem Thema Friedrich Nietzsche, einen klassischen Essay, den er geschrieben hat, unter dem Titel Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Man sieht, das ist wirklich eine Empfehlung, die von mir durchgearbeitet ist. Das ist ein ganz zerstörtes Buch hier. Nietzsche hat uns diesem Essay eigentlich deutlich gemacht, dass wir, was die Geschichte betrifft, immer zugleich erfinden, wo wir glauben, dass wir finden. Und dass es auch eine Souveränität gegenüber der Geschichte geben muss und auch gibt, dass man sich auch vor ihr schützen muss. Und das sind zwei Überlegungen, die finde ich auch für unser Thema sehr wichtig. Und ich möchte ebenfalls mit einem sehr zerlesenen, fast verwüsteten und bearbeiteten Exemplar, das ich in der Hand halte, hinweisen auf ein Buch, das zu Recht als Klassiker auf seinem Feld gilt, Sebastian Haffner, Anmerkungen
zu Wittler. Ein Buch, das ich deswegen besonders schätze, um nicht zu sagen bewundere, weil es die Suggestion, die souveräne Suggestion verbreitet, man könnte mit Hitler fertig werden. Deswegen gibt sich Haffner 200 Seiten und keine Zeile mehr. Ich fürchte, wir haben heute einen Teil dieser Suggestion unterminiert. Nichtsdestoweniger bekenne ich mich zu den Anregungen, die man aus diesem Buche schöpfen kann. Eine kluge Kommentatorin hat dieser Tage in einem Artikel des Stern darauf hingewiesen, dass Hitler, als er die Macht übernahm im Jahr 1933, 1000 Jahre seiner Herrschaft versprochen hat, zumindest als mythisches System. Es sieht so aus, als hätten wir die ersten 71 Jahre in guter Form überstanden. Meine Damen und Herren, wir sehen uns wieder am 28. November, dem ersten Advent, an dem wir ein religiöses Thema behandeln wollen. Gott, ein Nachruf oder vielleicht ein Rückruf. Guten Abend. Thank you.